Hallo, heute habe ich mal ein ganz anderes Thema, etwas, woran ich vorhin denken musste, und zwar ist das Thema Träume, Träumen. Was ich so toll finde an Träumen, das ist, dass wir in den Träumen all das tun können und erleben können, was wir auch in der realen Welt tun können und erleben können. Und wir können sogar noch mehr in unseren Träumen. In unseren Träumen können wir auch das Unmögliche. Und das finde ich einfach grandios. Wir können also in unseren Träumen, können wir gehen, laufen, springen, wir können fühlen, wir können tasten, wir können schmecken, riechen, sprechen, hören. Wir können einfach alles, was wir auch hier in der sogenannten realen Welt können. Als Kind, da war ich etwa 10 Jahre alt, da habe ich mal geträumt, ich hätte ein Fahrrad und bin sehr lange Fahrrad gefahren und das war sowas von toll und hat so viel Spaß gemacht. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und musste voller Entsetzen feststellen, dass ich gar kein Fahrrad hatte. Da musste ich noch mal 4 Jahre warten, bis ich mein erstes Fahrrad bekam. Das war dann zur Konfirmation. Aber da war es auch so realistisch, der Traum, genau so wie das hier ist. Und ich habe auch mal, das ist jetzt erst vielleicht 5 Jahre her oder 10 Jahre, da hatte ich mal geträumt, ziemlich lange geträumt, dass ich fliege. Aber nicht mit einem Flugzeug oder so, sondern ich selber fliege und mit großer Selbstverständlichkeit. Und am nächsten Tag war mir das so klar, habe ich gedacht, wieso ist das so selbstverständlich gewesen, dieses Gefühl, was man hat, wenn man fliegt. Und mein Körper hat sich völlig integriert in das Fliegen. Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht habe ich schon mal als Vogel gelebt oder als Engel. Und so ist das mit den Träumen und das finde ich einfach grandios und ganz, ganz toll. Und das Träumen ist ja ein geistiger Prozess. Und dann zeigt uns auch dieser geistige Prozess, dass wir in der geistigen Welt nicht unbedingt schlafen müssen oder zum Nichtstun verdammt sind, sondern wir können alles in der geistigen Welt. Und die geistige Welt ist für mich auch das Drüben, wo wir sagen, das ist Sterben oder Tod. Das ist für mich die andere Seite, die geistige Welt. Da ist es eben ein bisschen anders, aber es ist nicht das Nichtstun, sondern da leben Geist und Seele eben richtig auf. Und wenn man Glück hat, hat die Seele auch ihren Frieden, weil man glücklich ist, die Seele glücklich ist. Ja, also, dass wir so toll träumen können, das ist wirklich genial. Ich benutze diesen Ausdruck sehr selten, aber das ist wirklich genial, was wir in Träumen erleben können. Und wir können uns auch daran erinnern, meistens am nächsten Tag. Wir können das auch aufschreiben, wenn wir wollen. Und das ist toll. Und manche Träume vergisst man sein Leben lang nicht. Ja, schön. Also ich wünsche allen schöne Träume. Und auch schöne Träume, die wahr werden. Ich wünsche den Kindern vor allen Dingen schöne Träume. Und wenn sie träumen, dass sie ein Fahrrad haben, dann auch
dass in der realen Welt dann bald ein Fahrrad kommt. Also, okay. Und tschüss.